Poker The Table. Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und jetzt gibt's Satz Nummer 4. 2-1 Führung, der letzte Satz leider abgegeben, auch verdient abgegeben, weil ich nicht konsequent gespielt habe, oft die falschen Aufschläge gemacht habe und nicht an der Taktik festgehalten habe. Deswegen jetzt nochmal alle Konzentration vor allen Dingen sammeln, sich wieder an die Grundtaktik halten, mehr kurze Aufschläge, so vom Verhältnis her würde ich sagen, 60% kurz, 40% lang oder sogar 70-30, je nachdem. Auf jeden Fall waren da ein paar zu lang dabei, gerade in so Phasen, wo ich gerade am Herankommen war. Das will ich auf jeden Fall jetzt besser machen und jetzt geht's los mit dem Video. Ein bisschen leiser, so. Ja, man sieht, also was man jetzt ganz klar auch beobachten kann, ist, wenn man sich den ersten Punkt von ihm ansieht, er ist aktiv, er bewegt sich, er macht kleine Schritte, er ist da und das gab ihm natürlich Aufschwung, ja, der gewonnene Satz, das motiviert ihn, das heißt, ich muss jetzt gerade in der Anfangsphase Präsenz zeigen, weil sonst gebe ich so ein Spiel aus der Hand. Wenn ich jetzt direkt mit 0-4, 0-5 starte und den Satz verliere, dann weiß ich nicht, wie ein fünfter Satz ausgeht, weil er hat dann die letzten beiden gewonnen und das muss ich hier stark unterbinden. Deswegen muss ich jetzt mir überlegen, Antwort suchen. Kurzer Aufschlag mit Schnitt, hinten fallen lassen. Lange Block, langer Ballwechsel und verloren. Aber man muss sagen, es kamen mal ein paar Blockbälle, aber es ist oft nur hinhalten, wenn wir uns das nochmal ansehen. Ich lasse die also abtropfen, ich führe die wenig. Da war die Ecke eigentlich offen, aber wieder zu blockiert, zu steif. Also kam ja kein Schuss bisher. So, 0-2, jetzt muss ich eine Antwort finden. Was mache ich? Sicher oder überrissen? Überrissen in die Rückhand. War okay, weil er gut platziert war. Sieht man ganz gut, dass er da viel laufen musste. Jetzt kurz wahrscheinlich, oder? Na, Unterschnitt. Aber egal, 2 Punkte direkt gemacht. 2 beide, Gleichstand. Aufschlagfehler, gut, kommen mir sehr zugute. Sowas tut weh. Aber auch das muss man mitnehmen. 3-2 Führung. Überrissene Angabe wieder. Zu früh und zu viel geschoben aus dem langen Arm. Kurz und knackig mit dem Handgelenk drunter. Da wollte ich, das konnte man sehen, wie ich da nach vorne gegangen bin, aber es knallt, das hört man. Nochmal hier. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir uns das nochmal ganz im Detail angucken. So. 1, 2, 3. Die rechte Schulter bleibt hinten. Und überstreckt nicht. Also ich bin auch sehr aufrecht. Und hier schiebe ich den Ball viel zu weit raus. Ist also keine Rotation drin gewesen von mir. Das war kein richtiger Topspin leider. Gut, endlich mal ein kurzer Unterschnittaufschlag. Ja, genau so. Das sind Bilderbuch-Ballwechsel. Für meine Taktik. Kurzer paralleler Aufschlag. Weiche Eröffnung, naja, halbweich mit Spin und diagonal. Wunderbar. Daran muss ich festhalten. Das war auch das, was ich in der Satzpause nochmal gehört habe von meinen Spielkameraden. Sicher auf dem Tisch. Ja, auch hier gut bewegt. Erst einen weichen, spinnigen, rotationsreichen Eröffnungstopspin. Zack. Tempo und dann nachgegangen. Schön bewegt auch. Das ist auch wichtig, Präsenz zeigen. Jetzt ist ein enger Spielstand, es stand gerade 4-4, jetzt 5-4. Netzaufschlag. Waren viele Netzaufschläge in dem Spiel. Aber zeugt ja auch von Qualität, dann ist er mal flach. Das ist so, der erste Ball ist ja cool, ne? Und auch öffnet das Spiel, es bringt den Gegner raus. Aber dann so ein Larifari-Block von mir, das ist...
Ja, Rückhand auf dem Tisch ist immer gut. 6-5. Könnte ich auch gleich mal eine Handtuchpause machen beim nächsten Mal. Gucken, ob ich es mache. Langer Aufschlag wieder, aber es wird auch noch belohnt. Jetzt müsste ich eigentlich eine Pause machen, damit ich den Gegner noch ein bisschen mehr verunsichere dadurch, dass er jetzt 2 Punkte verloren hat und dann eine längere Pause hat. Das muss ich wieder mehr mit einbauen. Zu lange Aufschlag und Angriffen, jawohl. Und richtig Spin reingegeben, dass der Gegner ihn drüber zieht. Ganz wichtig. Schön kurz gelegt. Rückhand, ja. Auf den Tisch. Immer nur auf den Tisch. Dann sind das meistens Punkte oder gute Ausgangssituationen. 9-5 oder 10-5? Ich weiß gerade nicht. 10-5 jetzt. Langer Aufschlag. Und da ist der Sieg. So. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel, weil es wichtig war, da sich eine Taktik auszudenken, auch eine Taktik beizubehalten. Also ich glaube, wenn ich an dem Tag einfach nur blind gespielt hätte, dann hätte der Gegner mit seiner Erfahrung da deutlich dominiert. Aber ich habe konsequent eigentlich durch meine Taktik gewonnen. Ich habe jetzt nicht unbedingt dadurch gewonnen, dass ich Schläge gespielt habe, die 3 Klassen besser waren oder so, sondern einfach nur eine konsequente Taktik, die die Schwächen und die Stärken des Gegners mit aufnehmen nimmt und die dann gezielt anspielen. Es ist nicht immer erforderlich, dass ihr den schnellsten Topspin oder so zieht oder brachial in jeden Ball reingeht, sondern schaut auch im Spiel, wo steht der Gegner, wie spielt er, was hat er für Vorlieben, was mag er nicht. Und ihr seht, wie viele Punkte ich mit direkten Aufschlagpunkten gemacht habe. Ich muss zugeben, es waren auch ein paar Aufschläge dabei, wo ich es besser sein gelassen hätte, einfach weil es besondere Phasen eines Spiels waren. Aber diese Aufschlagpunkte sind natürlich auch immer sehr, sehr schnell erkämpft und die wurmen natürlich den Gegner auch. Allgemein bin ich zufrieden. Was soll ich großartig erwarten, wenn ich nur einmal trainiert habe und so eine lange Pause gemacht habe? Deswegen bin ich ja gar nicht mit großen Ambitionen reingegangen, sondern ich wollte ein gutes Spiel abliefern und eine Taktik verfolgen und das habe ich hier auch ganz gut durchgezogen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war meine erste Spielanalyse. Es gibt noch weitere Spielanalysen, die jetzt morgen oder die nächsten Tage wahrscheinlich online geht. Ich hoffe wirklich, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr was gelernt habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinung zu dem Spiel war. Ich lese mir das immer gerne durch, weil ja, 4 Augen sehen mehr als 2 und ganz viele Augen sehen ganz viel. Deswegen kritisiert ruhig meinen Stil oder meine Fehler, was ich übersehen habe. Und dann werde ich das mit aufnehmen. Macht's gut, euer Nick. Ciao, ciao.